Ich bin unten am Kosmos, ja? Super, bis gleich. Hi. Hi, freut mich. Anna. Anna, Torsun. Wer wird denn rumstehen? Wir wollen euch tanzen sehen. Die Arme in die Höhe und die Hüfte kreisen. Wer wird denn rumstehen? Wir wollen euch tanzen sehen. Und dann laut rumschreien oder gehört ihr zu den Leisen? Bist du viel unterwegs? Ja. Wird nicht langweilig. Nee, ich glaube, ich habe mich auch schon gefragt, ich bin jetzt mittlerweile 37, ich habe mich schon gefragt, ob das nicht irgendwann mal aufhört. Weil zumal halt bei vielen Freunden das halt auch wirklich weniger geworden ist. Irgendwie. Es hört und hört nicht so richtig. Nee, das liegt vielleicht auch am Job einfach. Was ist dein Job? Wie würdest du deinen Job bezeichnen? Ich bin Musiker eigentlich. Ne? Also so, ich mache Musik. Jetzt mache ich noch ein paar andere Sachen. Also ich habe jetzt. Im Oktober kommt jetzt das erste Buch raus, was ich geschrieben habe, mit einem Kumpel zusammen. Wir werden nachher noch darüber sprechen. Und jetzt, also da freue ich mich gerade halt fast noch ein bisschen mehr drauf, als zeitgleich kommt das neue Album und dann geht es halt auf Konzerttour. Aber ich freue mich fast noch ein bisschen mehr sogar auf die Lesereise, die dann kommt, weil es halt wirklich ist was, also völlig neu, es ist halt was ganz anderes. Ne? Wo führst du uns denn jetzt hin in Berlin? Also als allererstes zu einer Sparkassenfiliale, was? Und genau. Danach gehen wir in eine Currywurstbude. Aha. Und dann gehen wir in so eine professionelle Trinkerkneipe. Die ist fantastisch. Die Hexe heißt die. Mhm. Und Friedrichshain, ist das so dein Kiez? Oder? Also hier fühle ich mich schon richtig wohl. Also ich bin jetzt zum dritten Mal in Berlin und jetzt seit 2003. Und habe immer in Friedrichshain dann gewohnt und jetzt seitdem und fühl mich hier einfach wohl. Also bis jetzt ist nichts passiert, was mich irgendwie dazu bringen könnte, aus dem Kiez hier wegzuziehen. Wir wollen euch tanzen sehen, Beats für die Beine und eine Message für den Verstand. Eigentlich verhaut man sich ja immer, wenn man mit Musikern redet, oder? Also eigentlich ist ja fast nie eine Kategorie richtig. Was machst du für Musik? Also ich würde mich sogar schon kategorisieren und zwar irgendwie, also ich habe bis jetzt noch keinen besseren Begriff dafür gehört, einfach als es ist wirklich Elektropunk. Mhm. Die neue Platte ganz besonders, weil jetzt halt schon auch wirklich die Hälfte der Songs mit Gitarren noch ist und aber halt sonst alles elektronisch. Und es halt schon ziemlich viel Punk-Appeal jetzt wieder hat. Ist die Attitüde denn zwingend politisch? Was ist die Attitüde? Nö, also beim Elektropunk jetzt nicht. Also das hat eher wirklich so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen das Rotzige und auch schon so ein bisschen, also zum Teil aggressiv, dann zum Teil wieder total auf Spaß. Also so, das verbinde ich eigentlich mit dem, was früher auch so Sex Pistols oder so gemacht haben. Weil ich meine, das musste nicht immer gleich politisch sein. Aber für mich gehört es bei Egotronic speziell, gehört es schon dazu, weil ich einfach total früh schon in so Politkreise reingerutscht bin. Also so als Teenager eben schon. Und das für mich immer einen ganz, ganz wichtigen Teil meines Lebens halt auch ausgemacht hat. Also sich Themen wie Rassismus, Antisemitismus und so, sowas zu beschäftigen, das hat mir immer, also war mir immer ganz wichtig und von daher spielt es natürlich bei Egotronic schon eine große Rolle. Du hast erzählt, du bist auf dem Dorf aufgewachsen. Wie bist du da überhaupt mit solchen Themen in Berührung gekommen? Erstmal habe ich das Dorf sowieso gehasst. Also ich habe es gehasst und ich bin damit ganz früh in Berührung gekommen, weil mein Vater in den 70ern als viele Flüchtlinge aus Afghanistan und so kamen, hat mein Vater für die Wohnung besorgt. Mhm. Und die sind dann zu mir in die Schule gekommen und niemand wollte neben denen sitzen. Ich war dann damals der Einzige, der quasi dann sofort gesagt hat, klaro, und auch in der Freizeit mit den Leuten halt rumgehangen hat. Und also dadurch gezwungenermaßen quasi schon ganz früh mit Rassismus und gerade in den ländlichen Gegenden ist es ja noch mal viel, also fast noch schlimmer als jetzt in den Städten. Und da habe ich schon ganz, ganz früh halt auch eben den Hass auf dieses Dörfliche halt dann entwickelt, weil ich dann zum Beispiel auch Punker geworden bin und dann war ich genauso im Fadenkreuz der Dorfjugend. Da wurde ich dann praktisch quasi dann so wirklich politisiert im Endeffekt, weil ich zu dem Zeitpunkt dann halt schon so 14, ne, also so mit 12 ging das dann los und mit 14, 15 hat man dann schon nur noch mit Punks rumgehangen und dann Autonome kennengelernt und so. Und dann hat wirklich eine richtige Politisierung eingesetzt. Wir haben euch was mitgebracht. Bass, Bass, Bass. Wir haben euch was mitgebracht.
Man liest ja oft, also wenn man euch googelt und auf Wikipedia geht, dann liest man eigentlich ziemlich weit oben antideutsch. Ja, ja, genau. Was heißt das? Also ich mag das auch gar nicht so genau definieren, aber es war halt, also ich wurde da ziemlich schnell auch kategorisiert damals. Ne? Also es war ja wirklich so, dass es halt, dass ich das Prädikat sozusagen aufgedrückt gekriegt habe, bevor ich selber irgendwie dazu quasi gesagt hätte, irgendwie ich wäre jetzt so oder sowas. Ne? Mhm. Das ist damals entstanden, also es gab ja gerade 2000 rum, gab es diese großen Konflikte irgendwie innerhalb der Linken zum Thema Israel. Und das ist bei mir in eine Zeit gefallen, wo ich halt gerade wirklich mich ganz massiv mit dem Thema Shoah auseinandergesetzt habe. Also ich habe alles eigentlich dann gelesen, was ich dazu in die Finger gekriegt habe. Mhm. Diese ganze Historie, mit der ich mich da beschäftigt habe, das hat für mich halt dann dazu geführt, dass ich halt ganz klar Israel solidarisch wurde, sozusagen. Und das war damals der große, große Streitpunkt innerhalb der Linken, wo sich dann halt auch sozusagen das Antideutsch und nicht Antideutsch festgemacht hat. Wieso Antideutsch? Also inwiefern ist Israel und Deutschland in diesem Begriff so untrennbar miteinander verbunden? Ja. Wie hängt das zusammen? Also es ist Antideutsch in dem Sinne, weil also es gab nirgends in der Geschichte und nirgends in der Welt wurde ein Massenmord wirklich industriell organisiert und das war in Deutschland einzigartig. Wenn wir uns einfach mal angucken, wie wir die Nazi-Vergangenheit aufgearbeitet haben, auch aufarbeiten mussten, weil wir einfach Besatzungsmächte im Land hatten, die uns dazu gezwungen haben, uns damit auseinanderzusetzen, dann finde ich, ist Deutschland ein Paradebeispiel für ein Land, das es irgendwie doch ganz gut hingekriegt hat. Das sehe ich komplett anders. Ja? Also das sehe ich wirklich komplett anders. Und zwar, es ist das genau das, was ich meine. Es geht ja die ganze Zeit auch nur darum, dass man endlich sozusagen quasi wieder, also weil es angeblich so gut aufgearbeitet worden wäre und so. Man wird natürlich, einerseits wird man, also kriegt man viel dazu erzählt, aber es wurde nie, also in der Schule nicht vermittelt, was das Besondere erstens überhaupt an diesem Antisemitismus, diesem eliminatorischen Antisemitismus, wie er hier in Deutschland halt war, stattgefunden hat. Also es wird nicht wirklich vermittelt. Das finde ich spannend. Mir wurde das sehr, sehr stark vermittelt. Wir sind an die Gedenkstätten gefahren, wir haben uns Filme angeguckt, wir haben gesehen, wie aus Haaren Teppiche gemacht wurden, wie aus Haut Lampen gemacht wurden. Dieser ganze industrielle Aspekt wurde bei uns eigentlich noch und nöcher immer wieder gezeigt. Also ja, das sind die Symptome. Das sind die Symptome, aber das sind nicht die Ursachen. Also das sind halt die Symptome. Natürlich, das ist ja auch nicht zu leugnen. Deswegen kann man das, also muss man das den Leuten auch zeigen. Klarer Fall. Aber es wird ja alles tunlichst eigentlich dafür getan, um eben zu sagen, das hätte auch überall anders passieren können. Hm. Ist es aber nicht. Ne, irgendwie und dagegen verwehre ich mich halt mit aller Gewalt sozusagen, ne, weil mich das halt wirklich wahnsinnig ärgert. So, ne, und sowas. Da ist die Hexe. Genau. Alles klar.